Hallo liebe Spielende, hier ist wieder GaryMetatron mit einem neuen Video zu Gardenscape und heute versuche ich das Level 1252 und wir müssen Sterne sammeln für den Baum aufzuschneiden und den Zaun zu renovieren. Ja, und wir brauchen noch Raketen für das Feuerwerksfest, also wir müssen einiges tun. Dann wollen wir doch mal loslegen und wie ist denn jetzt hier die Lösung? Also wir haben hier mal was Neues, nämlich solche Säcke. Und in den Säcken ist irgendwas drin. Man kann Glück haben, man kann leider auch Pech haben und es sind irgendwelche Blockiersteine drin oder Eicheln drin oder sowas. Aber im Moment sieht es gut aus. Ich hatte Raketen drin und Raketen brauche ich. Das ist schon mal super. Ansonsten, wie immer die Logik, am besten unten. So, habt ihr gerade gesehen. Irgendwelche Explosionen. Oder irgendwelche Kombinationen machen. Oben ist immer so die Frage, weil danach hat man halt unten immer noch das Gleiche. Und deshalb sollte man unten aufräumen, damit es von oben nachrutscht. Okay, und das klappt hier relativ gut gerade. Jetzt muss ich mal schauen. Wir haben viele Sachen in Ketten. Deshalb sollten wir die Dreierkombination auch bei den Ketten machen. Und Raketen sind auch noch einige da. Ja. Ist ein bisschen schwierig, weil es viele Farben gibt, aber so, Raketen sind immer gut. Jetzt haben wir da unten die Kette gelöst und lösen die nächste Kette. Wir brauchen noch 7 Gartenzwerge, wir müssen also wirklich aufräumen hier. Hier in der Ecke ist jetzt nicht mehr viel, weil Gartenzwerge bestehen mindestens aus 2, also unten in der Ecke kann jetzt nichts mehr sein. So, jetzt brauchen wir noch 6 Gartenzwerge, die 2 großen haben wir noch. Okay, und die in der Mitte sind jetzt auch weg. Jetzt fehlen uns noch 4. Jetzt müssen wir mal schauen. Also unten die Bombe könnte uns ja jetzt helfen. So, sehr gut. Ja, und da in dem Sack war jetzt wirklich nichts Gutes drin. Und damit haben wir jetzt 8, 9 und der 10. ist noch offen. Ach, schade. Mit den Raketen hätte das jetzt klappen können. Ich cheate jetzt und gebe 900 Gold aus, weil ihr seht, wenn man die Raketen gut nutzt, dann kriegt man das schon hin. So, jetzt habe ich noch 3 Züge. Ich brauche Raketen fürs Fest. Ich mache jetzt noch nicht unten den Zwerg. Ich lasse jetzt erst noch ein paar Raketen in die Luft gehen. So, noch 2. Sehr schön. Und jetzt mache ich den Zwerg unten und damit habe ich das Level geschafft. Also 900 Gold geopfert, damit es weitergeht. Ich hätte es aber mit einem Zug weiter schon gehabt. Also es war nur ein Zug, der gefehlt hat und das kriegt er sicherlich auch hin, ohne die 900 Gold auszugeben, aber wegen den Raketen wollte ich das jetzt mal machen. Es ist ja nicht immer raketenfest, wenn man bei diesem Level dran ist. Kommt ja immer darauf an, wann ihr spielt. Raketenfest ist meistens am Wochenende. Und was kommt jetzt noch? Och, jetzt kommt ein Auto an. Was ist? Hat dir mein Knochen nicht geschmeckt? Benny läuft raus. Jonathan! Aha, ein Bräutigam, oder was? Hallo Jonathan, was passiert? Du siehst besorgt und durcheinander aus. Ja, er sieht ein bisschen verrückt aus. Oh, ich heirate heute, aber sie haben vergessen, mein Hochzeitsauto zu dekorieren. Da habe ich gleich an dich gedacht und bin zu deinem Garten geeilt, aber auf dem Weg hierhin beschloss ich, eine Abkürzung zu nehmen durch den Matsch. Jetzt sieht mein Auto dementsprechend aus. Ganz ruhig, Jonathan. Bei deinem Date haben wir geholfen und natürlich helfen wir dir auch bei deiner Hochzeit. Nimm dir einen Kaffee. Wir waschen den Wagen. So, 7 Raketen fürs Feuerwerksfest haben wir auch bekommen. Und wieder eine neue Aufgabe. Wasche das Hochzeitsauto. Brauchen wir wieder 2 Sterne für. Also noch ein Level brauchen wir auf jeden Fall. Entweder für den Baum oder für das Auto. Wir schauen uns noch kurz den aktuellen Stand beim Feuerwerksfest an. Wie weit bin ich gekommen mittlerweile mit meinen Raketen auf den 17. Platz mit 17 Raketen, aber hat gerade erst angefangen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.